hat. Ich habe doch so viel Blasen wie möglich eingefangen. Das ist doch unfair. Wir sinken. Das ist doch total unfair. Das ist doch zum Schnallen klappern. Nicht genügend Luftblasen. Wir müssen noch mal von vorne anfangen. Koffer, du bist zu dick. Jetzt wären wir schon längst oben. Alter, schmeiß doch so viele Blasen. Schmeiß doch das Regal mal raus. Ach, Blödsinn. Oder den Herd. Von vorn, schnell. Den braucht ihr doch nicht. Na gut, aber wenn ihr jetzt die Klappe oben öffnet. Blasenfall. Super. Los, schneller. Wir müssen versuchen, so viele Luftblasen wie möglich zu fangen. Sonst schaffen wir es nicht bis ganz nach oben. Komm, das muss doch funktionieren. Folge 1 bis, Folge 12 bis 1099 Blasen sammeln. Also, kommen im Titel und in der Kommentarbox nur irgendwelche dämlichen sehr gut Wortwitze mit Blasen. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Nein! Ja! Komm, das muss doch funktionieren. Ja! Hier. Ah, die Fette, die hätte ich gern gehabt. Zum Blasen. Ah, wieso sind die dicken Blasen immer nur so weit weg? Komm. Ah, nee, wir nehmen die hier. Die hier und die hier. Sehen wir die Fette. Nein, das gibt's nicht. Ah, ich habe beide erwischt. Hier jetzt noch die. Komm. Das muss doch funktionieren. Ich hoffe, die dicken gelten auch mehr. Verdammt! Ja! Nehmen wir lieber die mit und die. Ah, nein, die dicke! Nein, das gibt's nicht! Ah, das werden wir nie schaffen. Ah, komm. Nehmen wir lieber die dicke noch mit. Komm, das muss doch reichen. Komm. Bitte. Wieder zu Ende? Das gibt's doch nicht. Alles klar, Trichter einfahren. Zack. Bitte, das muss doch diesmal reichen. Leute, tut mir den Gefallen. Ja, jetzt hat das. Und es steigt wieder auf. Wir steigen immer höher. Wir steigen immer. Nicht stehen bleiben. Immer weiter. Ja. Doch, ja, ist der Sieg. Ich halte es hier auch nicht mehr länger aus in dieser Sardinenbüchse von U-Boot. Hey, da kommt eine Höhle. Oh, die Höhle von den Goldzwergen? Götzi, los, sag, ist sie das? Ja, das ist die Höhle der Goldfischzwerge. Hoffentlich sind sie da, damit ich endlich einen neuen Anzug bekomme. Hallo? Ist da jemand? Sieht nicht danach aus. Keiner da. Wir sollten lieber wieder gehen. Hallo, Goldzwerge. Ich brauch mal Glitzersachen. Wow. Wer schreit denn hier so rum? Das mag ich aber gar nicht. So eine Schreierei. Ich muss aber so schreien. Der Götzi braucht doch seinen Anzug. Wer bist denn du überhaupt? Ich bin Ingeborg Einsiedel, du Schreihals. Und wer bist du? Ich bin Rudi. Und das da ist der Koffer. Und der da ist der Götzi. Baron Götz von Goldbach, verehrte Dame. Ich bräuchte wirklich dringend einmal die Goldfischzwerge. Also schreien nutzt gar nichts. Schreien! Die Zwerge sind abgereist mit Sack und Pack. Ja, ein bärtiger Mann ist mit ihnen fortgegangen. Seitdem habe ich nichts mehr von den Zwergen gehört, meine Herren. Hier ist keiner mehr. Alles still. Und wo sind sie jetzt hin?
Woher soll ich das wissen? Bei mir haben sie sich nicht abgemeldet. Meldet auf Wiedersehen sehen. Wiedersehen sehen. Die sollten mal Let's Plays machen. Die Tante. Also für die nächste Bundestagswahl, das ist meine Kandidatin. Hier die Ingeborg Einsiedel. Siebenstein! So, wir schreiben mal einen neuen Artikel hier in unserer tollen, in unserem tollen Tagebuch. Ja. Frühstück am Blasen. Doppelpunkt. Oh, scheiße, das kann kein Doppelpunkt. Das liegt übrigens nicht an der Tastatur, das liegt an der Windows-Version hier. Das ist nämlich eine englische Windows-Version. Ich habe bisher noch nicht rausgefunden, wie man das ändern könnte. Unsere Reise ging nach langer, atemloser Pause endlich weiter. Mehrere Wochen überlebten wir im Plastik-U-Boot. Nur durch Luft, Liebe und Kannibalismus. Jetzt kurz vor dem Ziel. Kurz vor dem Ziel wurden wir aufgehalten. Noch einmal aufgehalten. Durch die höllischen Höhen der blasphemischen Blasenschlucht. Ein Kampf zwischen Gut, zwischen Gut und Luftblasen. Ja, das ist toll. Komm, dann machen wir hier. Das kann weg. Haben wir hier die Ingeborg nochmal. Wahlkandidat 2013. Wählen Sie jetzt. Jetzt. Für die nächste Bundestagswahl Ihre Kandidatin Ingeborg Einsiedel. Wählen Sie
für mehr mehr Nörgeleien im täglichen Alltag Tag und weniger nervende Menschen und Koffer und Raben und Fische und Lebewesen und Steine. Steine. Am 22. ist Bundestagswahl. Wahl. Wählen Sie noch heute. Heute. Ja, das ist, wie nennen wir die? Ingeborg Einsiedel, Siedel, Partei, Partei. Ingeborg Einsiedel, Siedel, Partei, Partei. Wählen Sie noch heute die ISP? Ja, gut. So, jetzt geht's aber weiter. Oh, jetzt haben wir schon wieder... Hallo? Nein! Ist da jemand? Die Szene hatten wir schon. Sieht nicht danach aus. Keiner da. Wir sollten lieber wieder gehen. Hallo, Goldzwerge. Ich brauch mal Glitzersachen. Wer schreit denn hier so rum? Das mag ich aber gar nicht. So eine Schreierei. Ich muss aber so schreien. Der Götzi braucht doch seinen Anzug. Wer bist denn du überhaupt? Ich bin Ingeborg Einsiedel, du Schreihals. Und wer bist du? Ich bin Rudi. Und das da ist der Koffer. Und der da ist der Götzi. Baron Götz von Goldbach, verehrte Dame. Ich bräuchte wirklich dringend einmal die Goldfischzwerge. Also schreien nutzt gar nichts. Die Zwerge sind abgereist mit Sack und Pack. Ja, ein bärtiger Mann ist mit ihnen fortgegangen. Seitdem habe ich nichts mehr von den Zwergen gehört, meine Herren. Hier ist keiner mehr, alles still. Und wo sind sie jetzt hin? Woher soll ich das wissen? Bei mir haben sie sich nicht abgemeldet, meldet auf Wiedersehen sehen. Ja, so eine Schlampe. Entschuldigung. Für Glitzersachen flieg ich bis ans Ende der Welt. Ja, würde ich auch sagen. Oh je, die Tür ist abgeschlossen. Na sowas. Also der Typ, der hat's auf jeden Fall geschafft. Der hat in seiner coolen Schuppenjacke... Der sieht ja lustig aus. Alter, das ist der coolste aller coolen. Hier ist wirklich alles leer. Ratzeputz leer. Ja, die Goldfischzwerge haben alles mitgenommen. Alter, können wir denn hier nochmal Renate Künast rausholen? Och, was ist denn jetzt schon wieder? Wir wollten nur fragen, ob Sie wissen, wo der Schlüssel zur Höhle ist. Ich bin hier doch nicht die Hausmeisterin. Da müsst ihr schon selber suchen. Also, die ist auf jeden Fall cooler drauf als Renate Künast. Das muss man schon mal festhalten. Ja. Oh, gucken wir eben hier mal noch. Ich hätte ihn ja jetzt unter der Fußmatte vermutet, aber auch egal. Das ist der Schlüssel für die Tür, höchstvermutlich. Unter einer Muschel versteckt. Jo! Geh mal hier noch gucken. Die Zwerge sind bei mir. Läusel. Ach du meine Güte. Sie sind bei Läusel, dem Piraten. Was? Entführt von Piraten? Wir müssen die Goldzwerge retten. Los!